Die schlimmsten Wege, wie Menschen gestorben sind. Das erste ist so schlimm, dass es schon fake klingt. Diese Mutter hat ihr Kind 2 Tage lang auf einer Schaukel angeschubst, bis es gestorben ist. Danach wurde die Mutter in eine Psychiatrie gesteckt. Als nächstes haben wir einen 39-jährigen Mann aus den Philippinen, der zum ersten Mal Achterbahn gefahren ist. Er hatte ultra Angst davor und hat auf einmal Platzangst bekommen und hat rumgezappelt. Und die Achterbahn ist dann irgendwann kopfüber gefahren, bis er rausgeflogen ist, weil er sich gelöst hat. Diese Frau ist von einem 100 Meter hohen Berg abgerutscht, weil sie zelebriert hat, weil ihr Freund einen Heiratsantrag gemacht hat. Das gibt's doch nicht, Mann. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und folgt für mehr.